Kauft durch so eine komische Spielefirma. Na, dann dauert das schon ewig mit dem Import. Ja. Gibt's keins, was von Amazon direkt kommt? Ach so, du bist auf dem deutschen Amazon, oder? Das hier war jetzt auf dem deutschen Amazon, ne? Ja, dann ist die UK-Version, die aber in Deutschland verkauft wird, scheinbar. Das heißt, die Firma sitzt in Deutschland. Oh. Ich dachte, du wärst auf UK-Amazon. Ja, da war ich vorher, aber das hier läuft wirklich über Amazon.de. Ja, dann ist es schon in Deutschland, dann haben wir keine Porto-Probleme. Wahrscheinlich wäre der Versand auch sonst ein bisschen höher, oder? Nicht unbedingt. Wenn Amazon das verschickt, kriege ich den auch umsonst, wenn... Ich habe ja ein Premium-Membership. Ja. Aber auch mit deswegen. Das zählt sich, ja. Deswegen habe ich es ja mit dem AdSense nicht gemerkt. Weil der irgendwie... Tja, ne. Kostenlos. Hier steht, der Versand, halt 1 bis 2 Werktage innerhalb Deutschlands, oder? Persönliche Übergabe. Wir müssen uns eine ziemlich dunkle Gasse aussuchen, oder? Und das ist Hot UK Shit, man. P&A Games Limited. Oh. Wie kennen die Leute die ganze Zeit die Akku zu pullen? Macht 30 DPS mehr als ich. Hm. Das scheiß Pad. Selbst wenn es nächste Woche Montag ankommt, weißt du, dann machen wir halt so lange noch weiter WoW-Parts. Wir müssen ja sowieso WoW-Parts machen. Also auch so, wenn wir das Spiel haben. Ja, also halt so mehr als normal, würde ich damit sagen. Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Habe ich sie jetzt bekommen? Nice. Puh. Wow, Level. Nice. Wie langsam du tippst, ich kann es hören. Das ist mein Mikro hier im Weg steht. Ich habe nur eine Hand. Deswegen hatte ich bei StarCraft auch immer so viel APM. Ding was. Weil ich kein Mikro im Weg habe. Ist doch schlimm. Vielleicht, weil ich immer blöd durch die Gegend geklickt habe. Ich hätte auch nur so viel APM als Zerg gespielt, muss man sagen. Morgen ist er eher als Montag, da kommt das wohl Mittwoch schon an. Oder? Wie Spiel gibst du denn so lange lieber an meine Obhut, auch deine Version? Ne? Ja, nicht, dass da irgendwie eine Probeklausel verkeckst. Oder ich mach keine Witze. Und vielleicht ist deine Spieleversion auch kaputt, deswegen muss ich beide vielleicht mal testen. Ne, jetzt muss ich auch die Kamera nicht durchspielen, weil es ja nie wieder Datenfehler liegt. Ne? Genau, später erst realisieren.
Wir sehen uns ja nächste Woche, oder? Sprechen die dann in der UK-Version auch Deutsch, die Deutschen? Ja. Nice. Ich glaube, da sprechen alle in ihrer normalen Sprache. Ich weiß zumindest, dass die Deutschen Deutsch sprechen und die Russen Russisch. Die Japaner da irgendwas für sich hinsammeln, weiß ich nicht, bestimmt. Gib dich, Schurke. Was führt euch hierher? Das ist doch auch jetzt selber ab, oder? Ja, ja. Zetekhain. Genau, das war das. Was es noch gab in Ochindu. Ochindu. Und dann ist das letzte ist das Schattenlabyrinth. Da ist dann Murmur der letzte Boss und in Zetekhain ist diese seltsame. Nee, ist Murmur überhaupt der letzte Boss? Doch, ich glaub schon. Yeah, dude. I'm really interested in this. Der ist so ein komischer Zetek-Typ, der letzte Boss, der immer diese Nova macht, wo man ihn designen muss. Ich nenne es Vogelboss. Ja, ja. Man darf das nicht zu kompliziert machen. Sonst, wenn man so komplizierte Gegner hat, ja, oder sich die kompliziert vorstellt, entwickelt sich auch schnell Furcht vor ihnen, ja. Das darf niemals geschehen. Aber du musst vor solche Gegner treten, und wenn die da ihre Großschau abziehen, musst du sagen, dude, you're just a bird, nothing more. Ja. Wenn du dann stirbst, bist du wenigstens heroisch gestorben, weil der Mann hat keine Angst gezeigt, aber das stimmt. Just a ich möchte diese Schultern in meinem Besitz übertreten. Ne? So. Mal sehen, wie viel Erfahrung diese Tech einbringen. Können wir wieder Shagrad fliegen, denke ich. Ziemlich komisch, bei diesem Shop direkt auf der Seite. Ja. Gibt's Man of War gar nicht. Das ist nicht runterfallen. Ach, mein Wasserspender, was ist das alle? Ich will mir ein neues Wasser. Ja, mit solchen Aktionen bleibt Code auch immer sofort an der Stelle stehen. Ja. Jetzt Code.
Hini ist fertig, Bruder. Ich kann. Ich habe hier Amazon-Rezension gefunden. Naja, ich bin nach 3 Monaten nur bis zur Mission 2 gekommen. Ist langwierig und schwer. Danach habe ich die Lust verloren. Online-Spielen ist auch mehr Chaos als Spaß. Was für Fehlkauf. Tja, der kann immer Shogun Toruo versuchen. Ich sehe schon, wie wir gerade geflamed werden, was für Noobs wir sind, weil wir Shogun 2 spielen. Aber ich sag dann einfach, macht mal auf härtesten Einstellung. Mhm. Mit einem harten Clan natürlich. Also, wenn mir der Teufel kommen würde, wenn ich sterbe und sagen würde, wenn du ein Spiel durchgespielt hast, kannst du den Himmel, ja. Würde ich sagen, ja, alles klar. Wenn dann Shogun 2 Total War kommt, würde ich denken, ach, Scooby, wir sehen uns noch eine Ewigkeit. Ich gebe auf. Yep, totally you won. GG, Sir. Human. Das hätte ich wissen müssen. Ist das die Stufe 67? Hm. Ich wünsche noch 68. Das habe ich dir verschwiegen, das tut mir leid. Ich frage mich gerade, wo noch mal Mörmer war. Es gibt auch eins, wo so ein komischer Prinz-Typ am Ende ist. Einmal das mit diesem Vogelboss und einmal Murmur. Das heißt, würden noch drei, also noch weitere zwei fehlen. Donko Genie. Oh, ich habe es den einen von uns genügt, aber. Jetzt habe ich ihn auch genug. Naja. Puh, Hand auflegen. Hätte ich nochmal gehört. Ich brauch kein Mana Break, you dudes. Scheiß Pussies. Vielleicht könntest du einen fressen? Tschüss. Dabei habe ich mir auch kein Mana übrig. Oder ich habe ihn getötet.